Die Emma, ein Raketenofen. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Herzlich willkommen hier in unserer Jodde. Ich habe euch heute mitgebracht die Emma. Die Emma ist ein Raketenofen, wobei bei Emma denke ich erstmal an Lukas, den Lokomotivführer, und Jim Knopf, weil deren Lokomotive heißt auch Emma und die Emma, die kann so einiges. Ich weiß nicht, inwieweit der Hersteller inspiriert war von Jim Knopf, aber Emma ist einfach naheliegend als Name für einen Raketenofen, finde ich. Vielleicht habe ich erstmal die Frage, was ist eigentlich ein Raketenofen? Also ein Ofen ist ein Ofen und ein Raketenofen ist auch ein Ofen. Raketenofen bekommt, oder sagen wir so, hat sich eingebürgert für die Bezeichnung eines Ofens, der einfach einen besonderen Zug hat. Und gemeinsam ist den Raketenöfen die Form des Zugkanals eines Ls mal ganz grob runtergebrochen. Und zwar, wenn man hier jetzt diesen Ofen anguckt, ich habe hier die Befeuerung. Hier vorne kann ich eben befeuern und dann habe ich diese L-Form. Die Emma bringt das noch etwas auf die Spitze. Die hat hier, wenn man es genau nimmt, hier eine U-Form, weil ich kann hier oben auch dann befeuern. Aber das U ist gar nicht das Wesentliche, sondern das Feuer brennt hier unten, zieht hier rein, zieht hier hoch. Was ihr oben drauf seht, das ist der Wärmetauscher. Das ist jetzt erstmal nicht wesentlicher Bestandteil von einem Raketenofen, aber einfach hier für die Emma einfach ein sehr perfektes Zubehörteil. Und dann hier noch das Abgasrohr nach oben, beliebig verlängerbar. Also nochmal zur Funktion. Wenn dieser Raketenofen eine gewisse Wärme entwickelt, das heißt, der Abgaskanal wird warm, dann erzeugt dieser Ofen einen sehr mächtigen Zug. Das gibt ein Geräusch, was tatsächlich an eine startende Rakete erinnert. Und das Ganze war wohl der namensgebende Bestandteil für Raketenöfen, weil die einfach so ein bisschen vor sich hin brummeln, bollern. Und durch den Zug, der sich hier entwickelt, ich kann also hier anfeuern, ich kann hier dann auch nachlegen. Und der Zug, der sich hier entwickelt, der fördert einfach so viel Sauerstoff in diesen Ofen rein, dass er eine sehr effiziente Verbrennung hat. Also wenn der Raketenofen mal durchgestartet ist, dann verbrennt er quasi rauchfrei. Das werden wir nachher hoffentlich noch sehen, wenn wir ihn anfeuern. Dass hier einfach, wenn es dann mal zieht und es geht relativ schnell, einfach kein Rauch mehr erzeugt wird. Mir hat ihn zum Beispiel im Sommer auf der Adventure Southside als Demo-Projekt stehen oder einfach um ihn mal zu zeigen, beziehungsweise um ihn auch selber anzugucken. Da war er noch relativ neu auf dem Markt. Und allein schon die Sonne, die diesen Wärmetauscher angeheizt hat, also einfach die Wärme der Sonne auf dieser schwarzen Platte hier oben drauf, hat schon ausgereicht, um direkt ab dem Anfeuern diesen Zug zu haben. Das heißt, der Ofen hat einfach von Anfang an hat der Ofen durchgezogen. Und einfach eine feine Sache. Was wir uns davon erhoffen, von diesem Raketenofen, ist, dass wir endlich in einer Leistungsklasse sind, die es auch schafft, so eine Jodde hier warm zu kriegen, weil wir haben uns jetzt mit einigen Öfen beschäftigt. Sei es der Loki, der Cheesedorf oder der Seglerzeltofen, wie sie alle heißen möge. Die sind alle perfekt, um eine Kode oder ein kleineres Tentipi oder andere kleine Zeltformen, ich sage jetzt mal bis 4 Meter Durchmesser, auch gut zu beheizen, sodass ich auch immer strengere Winter dann gut durchkommen. Bei einer Jodde sind die aber alle überfordert. Das heißt, eine Jodde warm zu kriegen hier ab 5 Meter, 6 Meter, da brauche ich einfach ein leistungsfähiges Gerät. Und da sind wir jetzt einfach gespannt, was die Emma so kann. Ich glaube, der Hersteller gibt was um die 8 kW an, was der Ofen an Leistung hat. Das würde im Haus quasi tatsächlich für 4 Zimmer, Wohnung mit 90 Quadratmeter, würde die Leistung völlig ausreichen, um die Bude warm zu kriegen. Wir gucken mal, wie das hier in der Jodde ist und werden ihn jetzt dann einfach anfeuern. Thank you.
Ihr seht, die Emma arbeitet wirklich wie eine Lokomotive. Da kommt richtig Leistung raus. Zu beobachten hier, es kommt Hitze raus, es kommt kein Rauch. Das heißt, die Verbrennung ist möglichst effizient. Also die Umsetzung des Holzes in Energie funktioniert wunderbar und es gibt keine Abgase, hätte ich mal gesagt, keine sichtbaren Abgase, die herauskommen. Es funktioniert auch wunderbar, ohne in der Jotte oben jetzt ein Mordsrauchrohrkonstruktion oben rauszulassen und die heiße Ofenrohre irgendwo am Stoff vorbeizuführen. Ich kann hier tatsächlich einfach oben zum Rauchloch das rausjagen, was dieser Ofen an Abgase produziert. Es ist heiß, ich werde mich hier nicht mehr so bequem wie am Anfang des Videos hier aufstützen. Wie er kocht, das werden wir bei Gelegenheit noch ausprobieren. Einfach uns was überlegen, was wir hier auf dieser Kochplatte auch tun können. Ihr seht, ich kann diesen Ofen mit alle möglichen Bestücke. Ich muss jetzt, am Anfang habe ich so ein bisschen Kleinholz gemacht, aber den Rest hier kann man reinschmeißen, was so reinpasst. Das können auch Hackschnitzel oder irgendwelche echte Balgebretter. Irgendwas sein, der Ofen brennt. Lässt sich da auch gut regulieren vom Zug her. Wenn er ordentlich läuft, dann kann ich hier vorne auch zumachen und habe meinen Zugeffekt durch dieses U, also wie vorhin eigentlich ein L, aber in dem Fall ein U, wo ich mein Brennholz zuführe, die Luft durchzieht und quasi durch den Ofen durchschwingt. Ja, aus meiner Sicht ist das der erste taugliche Ofen hier, der auch diese Jotte hier warm bringen wird. Es ist September, heute ein bisschen kühlerer Tag, aber wir werden das einfach auch im Winter dann nochmal ausprobieren, wenn wir auf einfach selber Zelte gehen, diesen Ofen mal mitnehmen und gucke, was so geht. So auf den ersten Blick würde ich sagen, er spielt seine Stärke auch gut als Terrasseofen aus. Vom Kocher her bin ich mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Höhe ist zum Arbeiten. Da hat der Hersteller aber auch schon angekündigt, dass er noch an einer niedrigeren Wärmetauscher-Einheit arbeitet, sodass ich den auch gut vielleicht irgendwo im Sitze oder doch auch auf einer Stehhöhe dann noch habe, wo ich arbeiten kann. Es gibt diesen Ofen auch in Wasser führend, das heißt, ich kann hier diesen Wärmetauscher auch nutzen, um heiß Wasser zu machen. Vielleicht wäre das mal noch eine Option für unseren Pool im Winter. Mal gucken. Ansonsten bin ich schon mal sehr begeistert, was diesen Ofen angeht. Und freue mich einfach, mich weiter mit dem auseinanderzusetzen. Wenn ihr jetzt Fragen habt, dann kommt doch einfach und schreibt uns die in die Kommentare unten rein. Beziehungsweise tretet sonst wie in Kontakt mit uns. Ihr könnt auch vorbeikommen. Der wird jetzt auch hier erstmal eine Weile hier bei uns in der Jotte stehen. Ihr könnt gerne vorbeikommen, könnt ihn angucken, könnt ihn ausprobieren und euch selber ein Urteil bilden. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst und sage euch Dankeschön, viel Spaß, euer Ralf von Jotteland.